Hallo, lieber Christian. Wir sind wir schon wieder zusammen zu einem Gespräch über dein Buch und deine Reisen? Ja, wunderbar. Sehnsucht, Abenteuer, Reportagen von Reisen am Limit aus Wüste, Dschungel, Hochgebirge und ewigem Eis. Ja, ich glaube, da ist so einiges drin, mit, über das wir reden können. Und heute reden wir über Schrumpf. Köpfe, Unternehmen Schrumpfkopf. Ein Thema, was mir ganz besonders am Herzen liegt, tatsächlich. Schrumpfköpfe, kannst du uns einmal kurz erklären, was es ist? Vielleicht hat eine andere Zuseher davon und was gehört. Ja, also ich bin sicher, den Ausdruck, den haben schon viele gehört, aber es gibt sehr wenige, die eine tatsächliche Vorstellung davon haben. Ich werde also im Laufe unseres Gesprächs natürlich noch mal ein bisschen gezielt darauf eingehen, aber Erstmal, um so einen Eindruck zu kriegen, ein Schrumpfkopf ist eine besondere Form einer Kopftrophäe. Kopfjagd allgemein hat es schon immer in der Menschheitsgeschichte gegeben, ist von vielen Völkern praktiziert worden. In Borneo, in Neuguinea, im Norden von Philippinen, in Indien, auch in Südamerika. Das heißt, wo einfach Volksgruppen, die sich gegenseitig bekriegt haben, ihren Opfern dann die Köpfe abgeschlagen haben, um diese Kopftrophäen nach Hause zu tragen. Aber ein Schrumpfkopf ist etwas ganz Besonderes. Wie der Name schon sagt, er ist halt geschrumpft, relativ klein. Das ist ähm, ein sehr komplexer Vorgang, aber um das zu verstehen, das war auch meine Intention, ich wollte ein Gefühl dafür kriegen, was hängt eigentlich mit diesem skurrilen Ausdruck zusammen. Und dafür bin ich in den tiefsten Dschungel von Ecuador gereist. Schon ein paar Jahre hier? Ja, das ist richtig. Das Thema Abenteuer ist natürlich etwas, was mich seit Jahrzehnten beschäftigt. Damals wie heute. Das ist tatsächlich schon ein paar Jahre her. Aber ich bin sehr, sehr froh, dass ich diese Reise in relativ jungen Jahren gemacht habe, weil ich die Gelegenheit hatte, mit Zeitzeugen tatsächlich darüber reden zu können. Warst du da alleine unterwegs? Das war eine der wenigen Touren, wo ich alleine war. Üblicherweise arbeite ich im Team, ähm, bin mit zwei oder drei Partnern unterwegs. Die Faszination war also da drin begründet, dass ich in den Museen so ein Objekt mal gesehen habe. Und es ist eigentlich die, die perfekte Ausdrucksweise von einem... Objekt, was also diese exotische Neugierde hervorruft, als ein skurriles Kulturgut, ähm, die, die Vorstellung, was bringt Menschen dazu, einen anderen äh, Gegner nicht nur um seines Kopfes zu berauben, sondern auch noch in dieses kleine Format zu bringen. Und diese Vorstellung... Ähm, mit dieser Zwischenwelt zwischen Mythologie und kunsthandwerklicher Sache, zwischen einer morbiden Faszination, ein Objekt herzustellen, das wollte ich mir einfach vor Ort angucken. Aber das war schwierig, weil es gab keine Informationen. Du auch in, den, auch in den Büchern stand nichts drin. Wo also ich habe alles an Literatur gewälzt und ich habe so ein paar äh, handgezeichnete Karten gefunden und ein paar Ortsnamen waren da erwähnt, aber das war jetzt alles kein wirklicher Fahrplan, dass ich sagen konnte, also jetzt fahre ich genau nach A und B und mir war klar, ich würde die wirklichen Informationen tatsächlich nur vor Ort bekommen. Und deshalb habe ich einfach meine normale Dschungelausrüstung zusammengepackt, alles, was ich brauche an, an, an Zelt- und ähm, Ausrüstungsgegenständen, bin nach Quito in die Hauptstadt von Ecuador geflogen. Und habe dort erst mal angefangen tatsächlich zu recherchieren, wo ich eigentlich hin muss, wo meine Suche nach dem Schrumpfkopf überhaupt seinen Anfang nehmen könnte. Wie geht es, man steigt hier aus dem Flugzeug aus im Flughafen und fragt du, pass auf. Äh Könnt ihr mir sagen, wo hier in <laughs> Ja, tatsächlich so so ähnlich war das. Natürlich nicht in der Hauptstadt, aber ich habe Museen abgeklappert, Kulturinstitute. Ich habe mir spezielle Reiseveranstalter angeguckt, weil ich gedacht habe, vielleicht bieten die mal sowas an. Ähm, ich bin in einem Archiv gewesen für äh, kulturelle Geschichte der Amazonas-Indianer und habe überall punktuell ein paar Sachen gefunden. Aber in der Hauptstadt haben alle gesagt Wissen wir nicht, kennen wir nicht, ist nicht. Also, das war, einerseits war es frustrierend, andererseits habe ich mir auch gesagt, genau das willst du eigentlich. Du willst ja dich auf die Suche nach einer Volksgruppe, nach einer speziellen Ritus machen, wo eben nicht jeder hinkommt. Und je schwieriger es ist, Informationen zu kriegen, umso authentischer, umso ursprünglicher muss es dann doch tatsächlich sein, wenn ich vor Ort angelangt bin. Und so war es dann auch. Also jeder hat gesagt, hör zu, du musst also hier in den, in den äußersten Südosten äh, von Ecuador äh, fliegen oder dorthin fahren. Das ist an der Grenze zu ähm, Peru und ähm, Brasilien, also das tiefste Amazonas-Dschungel, ähm, hier vor Ort in der, in der Hauptstadt, im Hochland gelegen. Da wirst du überhaupt keine Informationen kriegen. Und dann habe ich mir einen One-Way-Flug gebucht in einen Ort namens Makas. Das ist die Provinzhauptstadt. Gibt es Flugzeuge, die da hinfliegen? Ja, das, das gibt es. Das ist ein großer Ort. Wie gesagt, Provinzhauptstadt war kein Problem. Das war so ein kleines äh, zweimotoriges äh, Propellerflugzeug. Das hat mich dort für kleines Geld hingebracht. Und dort angekommen war wieder genau das Gleiche. Ich bin zur Provinzregierung gegangen. Da gab es ein kleines Heimatkundemuseum. Und dann hatte ich total Glück. Ich habe zufällig auf einem Schild... Gesehen, da gibt es ein Büro für Indianerangelegenheiten. Mhm. Und, Und dort ich bin ich vorstellt. Heißt es tatsächlich Indianerangelegenheiten? Ja, ja, also umgerechnet, das war das äh, also Archiv für äh, Cultura de India äh, de Amazonica, also im Prinzip etwas, wo ich mir klar werden konnte, die haben etwas damit zu tun. Und dort habe ich mich vorgestellt, die waren natürlich verwundert, da kommt auf einmal so ein, so ein westlicher Mensch mit langen blonden Haaren dahin. Und die haben mich also zum Direktor gebracht. Das war ein Senior Felipe Zenkusch. Und der war also sehr freundlich, da war sehr interessiert. Er war natürlich auch neugierig, was um alles in der Welt treibt einen westlichen Besucher in dieses abgelegene örtchen Makkas. Und dem habe ich also erklärt, wer ich bin und dass ich also totales Interesse habe an der Kultur der indigenen Völker und er war selber ein Angehöriger der indigenen Völker und er fühlte sich dadurch natürlich auch so ein bisschen geschmeichelt und hat mir ausführlich meine Fragen beantwortet. Und hat dir gesagt, wo du weiter suchen kannst. Das war tatsächlich die wichtigste Information, weil ich, ich wollte ja an die Quelle, oh ja. weil im Ort selber passiert natürlich gar nichts. Und er hat einen Ortsnamen genannt, den ich tatsächlich auf einer Karte, die ich dabei hatte, gefunden hatte. Und äh, dieser Ort heißt Kapatinenz. Und der war noch weiter im Dschungel. Der war noch weiter im Dschungel. Er sagte, die einzige Möglichkeit, dorthin zu kommen, es gibt irgendwie alle paar Tage einen Bus, der dort hinfährt. Ich sagte, ein Bus, da muss es auch eine Straße geben. Er sagte, ja, und der Ort liegt am Ende der Straße. Aber das ist der nächste Zwischenaufenthaltsweg. Und dieser Ort heißt... San José de keine Ahnung Moreno oder wie auch immer Und ähm, er hat mir tatsächlich einen Begleiter an die Hand gegeben aus seinem Büro, weil er sagte, also er kann es nicht verantworten, dass ich da Mutterseelen allein irgendwo in den Busch fahre und er gibt mir jemanden mit, der mich der mir unterstützt und der mir hilft. Ich hatte aber persönlich das Gefühl, dass er eher vermeiden wollte, dass ich in Schwierigkeiten gerate, dass er immer so seine eigene Informationsquelle hat. Also, jedenfalls bin ich dann mit, mit Luis äh, zwei Tage später mit dem Bus zum Ende der Straße gefahren. Aber oh, die äh. Busfahrt war ja, soweit ich gelesen habe, hab, unglaublich. Ja, also Busfahren im Amazonas, das ist natürlich immer so ein Thema für sich. Also, das ist, das ist äh, völlig überladen, oder? Ah, es war. Knackevoll. Es ging Tag und Nacht. Also wir sind die Nacht durchgefahren. Schlammige Schotterpisten am Land vom Abgrund. Eigentlich genauso, wie man sich so in seiner so Fantasie idealerweise vorstellt. Ähm, aber natürlich mit allen ähm, nicht vorhandenen Komfortmöglichkeiten wird man da durchgerüttelt. Aber ich liebe das. Also Dschungel ist sowieso mein Metier. Und da mit so einem Bus alleine und da nur mit Einheimischen durch die Gegend zu fahren, das war schon ein ganz, ganz toller Einstieg. Ja, da komme ich ja auch nicht so viel Gepäck mitnehmen, dann müsste die alles schlippen. Ja, also ich hatte nur einen Rucksack dabei. Ich reise ohnehin immer sehr reduziert. Also sobald ich meine Komfortzone äh, verlasse, ist es auch wichtig, dass man sich auf das Wesentliche reduziert. Also jedes einzelne Ausrüstungsteil ist dort mit Sorgfalt und Bedacht ausgewählt. Wie du schon sagtest, du musst alles tragen. Da kann man also keinen zusätzlichen Schnickschnack dabei haben. Das hat sich also schon auch gut bewährt mit meinem Rucksack wasserdichter Packsack, das passte. Ja und dann kamen wir zu zweit tatsächlich. Es hat glaube ich neuneinhalb Stunden gedauert an diesem Kaff an. Es war wirklich, es war eine Handvoll modriger Bretterhütten an einem Fluss. Und ich sagte, ja, Louis, was ist jetzt? Er sagte, ja, das war's, hier ist Endstation. Ich sage, kann doch wohl nicht wahr sein. Ich komme doch nicht hierher, um in so einer Brettersiedlung zu landen. Er sagte, ja, wenn du von hier weiter willst, dann geht's nur auf dem Flussweg weiter. Und da sage ich, okay, dann machen wir uns mal auf die Suche nach einem Gefährt. Ja, was soll ich sagen? Ähm, da gibt es kein Schild nach dem Motto Bootsverleih hier oder zur Indianersiedlung dort. Da ist nichts und niemand. Wir haben also tatsächlich Hütte um Hütte abgeklappert, haben alle Leute gefragt und ähm, haben gesagt: Okay, wir wollen in das Gebiet der äh, indigenen Völker, die Givaros, so heißen die. Und jetzt muss ich einen kleinen Einschub machen. Givaro ist ein Sammelbegriff für zwei Volksgruppen: Das sind ecuadorianische indigene Völker. Die eine Volksgruppe heißt Chua und die andere heißt Achua. Und die sind schon immer verfeindet gewesen. Also, die bekriegen sich, seit man denken kann. Und die Besonderheit ist, das klingt jetzt vielleicht ein wenig makaber, aber die wesentliche Unterteilung ist, die Schuhe haben geschrumpft und die Atschuhe wurden geschrumpft. Also, das heißt, die Verteilung, wer dort gegen wen in den Krieg gezogen ist, war also ganz eindeutig. Ich wollte also zum Stamm der Schuhe, also den Schrumpfkopf machen. Und ich hatte keine Ahnung, wie weit es ist und wie ich da hinkomme und wie die Dörfer heißen. Ich hörte nur diesen Ortsnamen Capatinenza, den mir der Chef der Indianerangelegenheiten empfohlen hatte. Und danach habe ich gefragt. So eine Erinnerungskraft, dass sie ja auch dir die einen Schrumpfkopf machen. Nee, eigentlich gar nicht, weil äh, das ist, glaube ich, so eine typische Klischeevorstellung, die natürlich in Hollywood äh, X-mal kolportiert worden ist. Irgendwelche Reisenden gehen Amazonas, werden von wilden Indianervölkern überfallen und dann ihres Kopfes beraubt. Das gibt's nicht. Eine Kopfjagd, und dazu gehört eben auch die Schrumpfköpfe, ist ein nach strengen Riten erfolgter Brauch, der nur innerhalb eines Kulturraumes äh, stattfindet. Weil damit auch bestimmte magische Fähigkeiten und Gedanken und Philosophien einhergehen. Das heißt, mein Kopf ist für die Einheimischen völlig wertlos. Das heißt, die, die Wahrscheinlichkeit oder die Möglichkeit, dass ich dort Opfer einer Kopfjagd werde, äh, ist gleich null. Abgesehen davon ist die offiziell seit langem verboten. Also die letzte tatsächlich dokumentierte Kopfjagd war Anfang der 1970er Jahre. Das ist. Noch nicht so lange her. Lang her. Also ich war ähm, Mitte der 90er, also 25 Jahre später, aber innerhalb eines Zeitraumes, wo ich davon ausgehen konnte, noch Mitglieder zu treffen, die aktiv an der Kopfjagd teilgenommen haben. Und das war natürlich eine, eine besonders äh, tolle Vorstellung in meiner Fantasie. Also ich habe so ein Boot gefunden, jemand, der ich, ja, irgendwie da Ja, aber das war nicht ganz einfach, weil der Erste sagt, er hat ein Boot aber kein Motor. Der nächste sagt, er hat einen Motor, aber kein Benzin. Der dritte hat Benzin verkauft, dann hatte ich einen Motor, Benzin und Boot, dann brauchte ich aber noch einen Bootsführer. Das war wieder ein anderer. Das heißt, du musstest dir aus allen Ecken diese Einzelteile zusammensuchen und dann Preis verhandeln und dann wurde es richtig schwierig, weil die haben alle gesagt, bist du verrückt, du willst zu den primitiven Indianern, die sind wild, die sind gefährlich, da fahre ich nicht hin. Das heißt, dem Bootsfahrer. Also da war ja die Ansage von mir vorher gar nicht so äh, daneben gelegen, wenn selbst die Einheimischen dort sagen, ja, diese Strecke fahren wir selber nicht. Das ist, das ist richtig und also, das ist genau der Unterschied. Also, wie, wie man selber das wahrnimmt und wie das von den Einheimischen wahrgenommen wird, die selber aber der indigenen Bevölkerung nicht angehören, die sich für etwas Besseres halten okay. als die Primitiven, das ist schon ein sehr großer Unterschied. Und da war ich natürlich schon so ein bisschen hin und her gerissen zwischen, naja, komm, so wild wird es schon nicht sein oder, oh, vielleicht habe ich mir doch ein bisschen zu viel zugemutet. Also, wer, du ja weiß, ne? wer weiß, was in diesen dunklen Wäldern, abseits jeglicher Zivilisation, da heute noch auf mich wartet. Also das war schon so eine, so eine ambivalente Situation, Nervenkitzel, wo ich dachte, hast es jetzt übertrieben, aber komm, jetzt bist du hier, machst es einfach. Also, wir haben uns entschieden. Jo, wir sind los. Und den äh, Begleiter? Äh, den habe ich mitgenommen, aber der war überhaupt nicht happy. Okay. Also der hatte eigentlich gehofft, dass ich mich abschrecken lassen würde von den Problemen mit dem Boot, mit dem Benzin, mit dem Fahrer, zwischen den Schilderungen der grausamen äh, Indianer, zwischen dem hohen Preis, damit er endlich wieder nach Hause kann, sprich in seine zivilisierte Stadt. Dadurch, dass ich mich nicht habe davon abbringen lassen, musste er einen sauren Apfel beißen und mich begleiten. Das gefiel ihm natürlich gar nicht. Aber gut, wir sind dann losgetuckert, flussaufwärts ins, ins Irgendwo, irgendwo ins Grün, auf keiner Karte verzeichnet. Ich hatte keine Ahnung, wo ich bin, wo es hingeht, wie lange das dauert. Ich hatte nur ein paar Liter Wasser dabei, einen Strunk Bananen und dachte, naja, irgendwie wird es schon klappen. Und ähm, ja, tatsächlich, ähm, ich weiß nicht, wir waren den ganzen Tag im Kanu unterwegs und, und irgendwann legte er an, an so einer Sandbank äh, und sagte, wir sind da. Und ich sagte, wo? Ja, da oben wäre ein Dorf. Wir steigen aus. Der dreht sein Kanu umfährt zurück. Und Er sagt ja. Und wie kommen wir jetzt wieder zurück? Ja, weiß ich auch nicht. Ist euer Problem. Also das ist so, so, eine, so, eine, so eine Vorstellung, die so weit entfernt ist von so einer nüchternen Planungsphase, die man vielleicht sonst hat, wo man sagt, okay, ich habe ein Verkehrsmittel, ich habe eine Zeitplanung, ich habe ein Budget. War es nicht. Also Improvisation von früh bis du bist spät. mitten Dschungel und hast dir dann Richtig, genau. Und ich hatte keine Ahnung, wo ich bin, was mich erwartet, wie ich weiter und zurückkomme. Aber der Begleiter war immer noch dabei. Ich habe gedacht, na gut, irgendwie wird der es schon wissen. Ne? Das ist ein, ein Städter in Anführungszeichen, wird schon klappen. Und dann gucke ich hoch und oben, da wo der Wald beginnt, standen auf einmal wie aus dem Nichts, stand die gesamte Dorfmannschaft wie Silhouetten schweigend haben uns angestarrt und haben wahrscheinlich genau wie wir gedacht, was passiert denn hier? Weil da kommt jetzt unangekündigt irgendwo ein Weißer her, Boot fährt wieder ab, die wissen nicht, wer ich bin, wo ich herkomme, wo ich hin will, was ich hier überhaupt suche. Und ich hatte keine Ahnung, ob das jetzt freundliche Menschen sind, die sagen, hey, toll, dass du uns besuchst oder schon den großen Kopf doch bereithalten. Das war, ich, ich hatte keine Ahnung. Und das war so eines dieser Schlüsselmomente, wo ich dachte, das ist eigentlich diese Art von, von Abenteuererlebnissen, von denen ich mein Leben lang geträumt habe. Irgendwo, um nirgendwo auf, auf, eine, auf Indianer zu treffen, wo vorher kaum jemand gewesen ist. Und einfach zu schauen, was erwartet mich. Und der Begleiter stand auch und. Ja, der war auch natürlich etwas konsterniert, bis ich festgestellt habe, dass er wohl einen Verwandten in dem Dorf hatte. Alter. Und dann habe ich gedacht, okay, also äh, sonst hätte er sich wahrscheinlich gar nicht drauf eingelassen. Also der kannte dort jemanden, der hatte wohl auch irgendwie eine relativ hohe Funktion im Dorf inne, wie ich später festgestellt habe. Naja, gut, ich habe also mein Zelt dort äh, aufgebaut und. Äh, Sprachlich war es kein Problem. Den Spanisch. Spanisch okay. das, das lief alles auf Spanisch. Also untereinander sprechen wir irgendwie einen indianischen Dialekt, aber so die normale Kommunikation lief auf Spanisch. Damit kam ich ganz ordentlich zurecht. Das, das passte schon. Dann habe ich gedacht, okay, du bist ja hier mit einer klaren Mission. Die Mission Schrumpfkopf. Und ähm, du musst dir so vorstellen, ich hatte mich eigentlich relativ gut vorbereitet. Ich habe also aus meiner Bibliothek ja alles... Äh, Durchflöht und nachgelesen, was ich zum Thema Schrumpfköpfe und dieser Indianergruppe lesen konnte, und habe ein paar Farbkopien dabei gehabt aus der Zeit der aktiven Schrumpfkopfjagd, damit ich etwas zum Zeigen hatte. Und äh, das habe ich den Leuten in dem Dorf äh, alles gezeigt und die, aha, oho, so, so interessant. Und die haben vorher noch nie Bilder gesehen. Also, das ist eine Gesellschaft, wo es keine, keine Medien gibt. Das heißt, die haben. Waren natürlich nicht nur neugierig, sondern haben gelacht, wo sie auf einmal ihre, ihre Vorfahren gesehen haben, irgendwie halb nackt und irgendwie so eine Kopftrophäe in der Hand. Und ähm, irgendwann kam die Erleuchtung, einer guckte auf das Bild, kriegte riesig große Augen und sagte: Mokimbio, Mokimbio. Und ich: Mokimbio? Und dann fiel es mir ein. Ich hatte ein Buch gelesen, das war das wertvollste Buch für meine Vorbereitung. Das war eine Dokumentation von einem Ethnologenteam, Erwin Petzold und Peter Baumann. Die hatten in den 70er Jahren dort viele Monate zugebracht und ein Buch geschrieben, Erinnerungen eines Kopfjägers. Und haben also das Leben und Wirken des berühmtesten, berüchtigsten Kopfjägers der dortigen Region verfolgt und dokumentiert. Und der Typ hieß Mokimbio. Und irgendeiner der Alten in dem Dorf Capatinenza hat den tatsächlich aufgrund der Fotos erkannt. Und okay. ich sagte, ja wie, woher weißt du das und so weiter. Ja, der lebt hier. Ich sagte, nein, der lebt noch. Irre, dann bin ich ja genau an der richtigen Stelle gelandet. Und damit ist der Plan gereift, also den Mukimbio als, als wertvollsten Zeitzeugen aus der, aus der Periode der aktiven Kopfjagd aufzusuchen. Und zu interviewen, um dann irgendwie meinem Ziel näher zu kommen. Und dann stellte sich heraus, dass es aber etliche Tage Fußweg von hier entfernt war. Nochmal weiter in den Dschungel. Nochmal weiter. Also es ging immer weiter in Etappen weg von der Zivilisation. Und das war dann der Punkt, wo mein Begleiter Louis sagte, also ich bin hier raus. Also bis hierhin war es noch okay. Zu Fuß, freiwillig, durch den Busch laufen, never ever. Ähm, da sage ich, okay, dann... Geht alleine für mich weiter? Und er sagte, nur auf eigenes Risiko. Sag ich, ist okay. Ich hatte sowieso das Gefühl, dass er mir ab dann vielleicht nur hinderlich sein könnte, weil er wollte mich immer davon abbringen, irgendwie weiter zu forschen. Und dann habe ich im Dorf rumgefragt und äh, habe also einen neuen Be Begleiter gefunden, Patrizio. Das war so ein kleiner, stämmiger, sehr kräftiger Schuhe-Krieger. Etwa mein Alter. Ich fand ihn sofort irgendwie sympathisch. Und wir haben also einen Tagessatz ausgemacht, irgendwie ein paar Dollar oder was. Also das war überhaupt kein Problem. Und er hat vereinbart, mich äh, in Mokimbios Dorf zu begleiten. Vishimi, das ist ein großes Dorf, das sollte ein paar Tagesreisen von hier entfernt sein. Und ich sagte, okay, dann geht es jetzt überhaupt erst richtig los. Da, wo für die meisten wahrscheinlich schon das Ende der Vorstellungskraft war, nachdem sie da mit im Kanuland gefahren werden, da hat es für mich erst angefangen. Das heißt, wir sind zu zweit gestartet. Ähm, hast du noch mehr Ausrüstung noch dabei gehabt? Hast du noch irgendwas zusätzlich besorgt? Ja, also, äh, sorry, habe ich natürlich vergessen. Das war eines der wichtigen Sachen, die ich in Quito noch gemacht habe. Ich habe also in Quito, in der Hauptstadt, meine Ausrüstung vervollkommt. Ähm, das Wichtigste ist, ich habe mir ein Gewehr gekauft. Hm. Äh, Schrotgewehr, 50 Schuss Munition. Es war tatsächlich das erste und einzige Mal, dass ich auf einer meiner Reisen mir eine Schusswaffe gekauft habe. Ich habe gedacht, für die Jagd im Amazonas ist das bestimmt nicht schlecht. Ich habe, ich glaube, drei oder vier Macheten gekauft, so als, als Tauschmittel: Tabak, Salz, Angelhaken, was man so als Gastgeschenk und zum, zum, zum Tauschen braucht. Und damit fühle ich mich ganz gut gewappnet. Und ähm, ja, also Patricio schnappt sich meinen großen Seesack. Ich habe also nur meinen kleinen Tagesrucksack, weil ich meine, machen wir uns nichts vor. Ich bin zwar sehr gut zu Fuß. Aber auf solchen rutschigen, schlammigen Dschungelwegen hoch und runter und Schlingpflanzen und Dornen und glitschige Baumbrücken, da will ich also jetzt nicht noch 25 Kilo auf dem Buckel haben, da war ich schon happy alleine so durchzukommen. Ja, und dann sind wir gestartet. Ein paar Tage zu Fuß, nachts haben wir unser Zelt im Busch aufgestellt, getrunken, eben nur Flusswasser ungefiltert, also nichts mit Katadynfilter. Ähm, fand ich eigentlich gar kein Problem, weil ab dem Moment, wo es keine menschliche Zivilisation gibt, kein, kein Nutzvieh, das ist reines, klares Wasser. Und da war ich voll in meinem Element. Das war Dschungel, das, das kannte ich, das liebe ich. Und dann. Was ist das mit Spinnen, Schlangen, Moskitos? Ähm, also im Dschungel ist eigentlich immer das Kleinviehzeug, das was Fies ist. Also die Wahrscheinlichkeit, dass du da irgendwie vom Jaguar oder, oder sonst was. Gepackt wirst, ist eigentlich fast äh, zu vernachlässigen. Alles, was eben mit Moskitos, mit, mit, mit Wanzen, mit Ameisen und sonst was zu tun haben, also die Viecher, vor denen du dich nicht schützen kannst, das ist eigentlich immer das, das große Problem. Gnadenlose Sommer, tagsüber, du bist den ganzen Tag nass von Flussdurchquerungen, vom Schweiß. Es regnet jeden Tag mal, also da wird dir einiges abverlangt, aber da auch diesen Naturgewalten so ausgesetzt zu sein, also das finde ich klasse. Da hast du ein so intensives Körpergefühl, aber du musst es wirklich lieben. Sonst hast du da spätestens nach zwei Tagen, da denkst du, oh, Freunde, ich will einfach nur noch nach Hause. Und das ist natürlich ein schlechter Zeitpunkt, weil es gibt kein Zurück. Ich wusste auch nicht, wie es nach Wichimi, wenn wir dort jemals ankommen, wie es dann überhaupt weitergehen würde. Ich wusste es einfach nicht. Das war eine Reise ins Unbekannte. Ganz klassisch. Und ich habe mich mit Patrizio also wunderbar verstanden. Das war eher so ein schweigsamer Typ, aber nett, zuverlässig, zuvorkommend. Hat mir immer die Hand gereicht, wenn es mal schwierig geworden ist, einen Fluss zu durchqueren oder über irgendwelche schwierigen Wurzelsträucher äh, äh, zu gehen. Und ähm, wir waren ein tolles Team. Und dann kamen wir tatsächlich, ich glaube, es war am dritten oder am vierten Tag in ein größeres Dorf, Vicimi. Und das war so ein typisches Shua-Dorf, Das heißt, es war so eine, so eine gerodete Siedlung mitten im Dschungel. Und da gibt es ein zentrales Versammlungshaus. Das sind so ovale äh, Gebäude, gar nicht mal so klein, haben so, so ein Palmfasergedecktes Dach, Holzgestell und ringsherum Hütten verteilt, die also äh, halb offen sind. Und dort wurde ich also recht freundlich aufgenommen. Ich meine, ich bin mit einem Einheimischen gekommen. Du kannst normalerweise bei indigenen Völkern nicht uneingeladen einfach im Dorf aufkreuzen. Das, das, das macht man nicht. Das ist nicht nur unhöflich, das ist eigentlich ein Zeichen dafür, dass jemand mit schlechten Absichten kommt. Sonst würde er sich ja entsprechend ankündigen, ging ja nicht. Aber dadurch, dass ich jetzt einen einheimischen Begleiter dabei hatte, war das, war das ganz gut. Ja, ich habe mich da erstmal so ein bisschen zurückgehalten, ne? dass er erstmal guckt, dass alles klar war. Und ähm, also ich war total neugierig, aber die Dorfbewohner auch alle. Also da kommt sehr selten nur jemand hin. Ein paar Ethnologen, ein paar Wissenschaftler, ich glaube Missionar war auch schon mal da. Ähm, aber dass jemand zu Fuß da ankommt, schon mal gar nicht irgendwie. Wenn überhaupt, dann eher über einen größeren Fluss mit einem Motorkanu und nicht tagelang durch den Busch gelaufen. Naja, und dann habe ich dort wieder ähm, meine, äh, ich hätte gesagt, üblichen Sprüchlein aufgesagt, wer ich bin und dass ich Interesse an ihrer traditionellen Kultur habe und dass ich gerne Mukimbio besuchen würde. Und die waren wiederum sehr äh, überrascht, dass ich den Namen ihres ehemaligen Dorfchefs überhaupt kenne. Also das war der ehemalige Dorfchef. Das war der ehemalige Dorfchef. Und äh, das war dann schon ein. ein unglaublich spannendes Aufeinandertreffen, weil das war inzwischen ein alter Mann. Man kann fast sagen ein Greis. Der kam also kaum von seiner Bettstadt hoch. Und das war also schon für mich ein sehr bewegender Moment, weil ich hatte natürlich immer noch so einen, so einen stattlichen, gefährlichen Krieger vor Augen und auf einmal siehst du dann wirklich ganz alten Mann. Aber trotz allem eine Person, die versinnbildlicht was er in seinem Leben gemacht hat, wofür die Kultur der Shua steht, der Grund, warum ich die Reise übernommen, unternommen habe. Ein Mensch, der selber in seinem Leben 30 Gegner ähm, getötet hat, ihre Köpfe genommen hat. Also, du kannst dir vorstellen, was da in meinem Kopf vor sich ging. Das war so also schon irre. Das ist kaum in Worte zu fassen. Und du bist da ganz allein äh, in the middle of nowhere, nur umringt von Indianern. Also, das war schon eine ziemliche Achterbahnfahrt der Gefühle. Das kann ich dir sagen. Wie lange warst du da in diesem Dorf dann? Ähm, ich glaube, es war gar nicht lang. Ich glaube, es waren zwei oder drei Tage, weil ich das Gefühl hatte: ähm, Hier ist, klingt ein bisschen blöd für mich, nichts mehr zu holen. Weil spätestens dann habe ich verstanden, dass ich hier nicht fündig werden würde nach einem Schrumpfkopf. Du musst dir vorstellen, ich hatte eine äh, vielleicht eine verrückte Fantasie und die ist, die ist typisch westlich und unsere westliche Kultur, du, du siehst ja hier, ich habe alle möglichen Andenken und Mitbringsel von, von Reisen dabei und ich hatte so im Kopf, naja, vielleicht gibt es ja in irgendeiner Hütte noch so ein alter Schrumpfkopf, der da liegt, den keiner mehr haben will, das wäre für mich das perfekte Souvenir. Ja, das, das ist war so, Westen, ja. so nach dem Motto, ne? wunderbar. Und das funktioniert nicht. Indigene Völker heben nichts auf, was keinen Nutzen hat. Also die Vorstellung, etwas nur aus rein dekorativen, sentimentalen Erinnerungsgründen zu haben, zu kaufen, aufzubewahren, hinzustellen, das gibt es dort nicht. Alles hat einen Nutzen im Sinne von, kann ich gebrauchen für Alltag oder es hat einen, einen rituellen Charakter, es wird für magische Praktiken benutzt. Also es ist nichts, was einfach nur. Nett aussieht. Aber dann würde ich gleich eine Frage haben: dieser Mokito, wenn der so viele Schrumpfköpfe hatte, hat er die am Gürtel oder hat der die, wo hat er die hingebracht? Ja, gut, das habe, ich, das habe ich also nachgelesen, vorher und hinterher, also auch noch mal sehr gezielt. Es gibt also ein eine Ritual, ähm, was besagt, dass also nach der Schrumpfkopfjagd, ich werde dir das gleich nochmal im Detail erzählen, da hatte ich nämlich auch noch eine, eine tolle Begegnung, ähm, diese Schrumpfköpfe verlieren nach ein paar Jahren ihre magische Wirkung. Und dann werden sie wieder entsorgt. Das heißt, sie werden der Erde zurückgegeben. Das ist im ähm, Prinzip eine Respektsbezeichnung für die Anaconda, das ist ein heiliges Tier. Die werden dann begraben und in den Fluss geworfen. Das heißt, die werden nicht aufgehoben. Das heißt, die sind dann einfach auch nicht mehr da. Sie okay. haben keinen Nutzen mehr. Und insofern war natürlich meine Vorstellung, da irgendwo so ein Teil noch in der Ecke zu finden, das passt überhaupt nicht. Aber du hast eben gefragt, und das ist natürlich wichtig. Ich hatte zwei, drei Tage vorher in einem Dorf, was ich mit Patrizio passiert habe, eine wirklich spannende Begegnung. Ich hatte dir in einem früheren Interview schon mal gesagt, für mich ist eine der zentralen Figuren bei solchen Völkern eigentlich immer der Schamane, der eigentlich die Verbindung herstellt zwischen der Vergangenheit und der Gegenwart, zwischen den Ahnen und den Kindern der nächsten Generation zwischen Mensch und Natur. Das ist ja seine Aufgabe, neben der Funktion als, als traditioneller Heiler, also im Prinzip zwischen den Welten als Vermittler zu agieren. Solche Menschen finde ich immer total spannend. Und in einem Dorf hatte ich also die Möglichkeit, so einen Schaman zu suchen. Ich glaube, er hieß Yuma Und ähm, mit der Hilfe von, von Patricio. Hat er sich die Zeit genommen, fühlte sich wohl auch geehrt durch meinen Besuch und hat mir mal genau erklärt, wie das eigentlich funktioniert mit den Schrumpfköpfen. Also all das, was ich vielleicht mal gelesen habe, aber wirklich keine genaue Vorstellung hatte, wie das eigentlich geht. Und ich habe also mehrere Stunden in der Hütte von Yuma zugebracht. Und du musst dir vorstellen, das ist, das ist eine kleine Hütte, die ist verräuchert, die riecht muffig, da brennt so ein Feuer und da sitzt da so ein alter Indianer mit seinen magischen Objekten und ich sitze da alleine und er erzählt mir, was aus Zeiten der Schrumpfkopfjagd. Also das war natürlich von der, von der Atmosphäre schon total besonders. Und ähm, ja, also wenn du, wenn du willst, wenn dir das nicht zu makaber ist, äh, dann will ich dir das gerne erzählen, wie das eigentlich läuft. Ja. Ein Schrumpfkopf. Ein Schrumpfkopf ist ein, ein magisches Objekt, was es ermöglicht, ähm, dem Sieger die Kräfte und die Fähigkeiten seines Opfers zu übernehmen. Die gehen auf ihn über. Das heißt, der Schamane eines Dorfes hat infolge eines, eines Tanzes, den er in Trance dann also vollführt, eine Eingebung und erkennt dadurch wann der richtige zeitpunkt für eine schrumpfkopfjagd ist. das bedeutet er erzählt den mitgliedern der shua gemeinde vielleicht zum nächsten vollmond ist ein günstiger zeitpunkt und da machen sich die krieger auf und überfallen von dem nachbarstamm den Atschua, irgendwie ein dorf und meucheln dort so viele menschen wie es geht männer frauen kinder schlagen ihnen die Köpfe ab und tragen die im Triumphzug nach Hause. Das ist schon nicht ohne. Und dann beginnt ein dreitägiges Schrumpfkopffest. Und der Ausdruck für einen Schrumpfkopf ist ein Zanza. Zanza ist der Ausdruck für diese Trophäe. Und die muss ganz besonders zubereitet werden. Es gibt Leute, die also ausgebildet sind, um das richtig machen zu können. Und das ist eigentlich jetzt der besondere Trick wie man überhaupt einen schrumpfkopf herstellt. weil ich meine, wir haben ja ein schädelskelett. es gibt ja ein, ein, eine, eine knochenstruktur. aber die ist da gar nicht mehr drin. das heißt, du musst dir vorstellen, der kopf ist also hier irgendwo abgetrennt worden. beim hals. und dann wird mit dem messer ein schnitt gemacht oben vom scheitel runter bis zum nacken. und dann wird im prinzip die gesamte kopfhaut abgezogen von dem schädel. das heißt, du hast nur das gesamte Gesicht, den ganzen Kopf, Sack, die ganze Haut, die ganzen Haare, die abgezogen werden. Und das wird hinten wieder zugenäht. Und dann werden von innen so ein bisschen die ganzen Blut- und Muskelfaserstränge, die werden rausgekratzt. Und dann wird das Ding erstmal in ein wenig heißes Wasser gelegt. Das heißt gekocht. Und das muss eine besondere Kräuter. Prozedur äh, haben mit besonderen Inhalten, besondere äh, Temperatur und nicht zu so lange, damit die Haare nicht ausfallen. Die Haare haben eine ganz besondere Bedeutung für die Qualität. Das muss also ein wahrer Könner sein. Und danach wird das Ding geräuchert. Das heißt, es kommen heiße Steine innen in den Hautsack und von außen wird es geräuchert. Und durch diese Kombination von Hitze von innen und von außen wird also die Feuchtigkeit aus der Haut gezogen. Also beginnt zu schrumpfen. Und ähm, das ist also ein, ein Prozess, der bedarf einer besonderen Erfahrung, einer besonderen Kunsthandfertigkeit, damit das nicht verbrennt, damit die Haare nicht ausfallen. Und das dauert also mehrere Tage, um den also in eine Größenordnung zu bringen, dass der etwa so, ja, so, mh, sag ich mal, wie eine Kokosnuss, so ähnlich muss man sich das vorstellen. Also eine, eine gute, Hand, gute Handvoll. Und man sagt, dass die Perfektion eines Schrumpfkopfes dann erreicht ist, wenn man hinterher noch das Originalgesicht des, des, des Opfers noch erkennen kann. Der wird also nachmodelliert. Das heißt, man hat tatsächlich die Gesichtszüge des eigentlichen Kopfbesitzers, kann man auch in Kleinformat noch erkennen. Und dieser Prozess wird also begleitet durch Tänze, durch ein riesiges Fest, da werden Freunde, Familienmitglieder eingeladen, da finden riesige Gelage statt, das wird gefeiert, da werden die Köpfe präsentiert, durchs, durchs Dorf getragen. Und das ist deshalb so wichtig, weil ein Schrumpfkopf ist ein sichtbares Zeichen, nicht nur für Mut und für Tapferkeit, sondern es ist wichtig, so etwas vorzuzeigen, um heiraten zu können. Um dadurch seinen Status als Mann zu manifestieren, um im sozialen Rang des Ortes aus, aufzusteigen, als Initiationsritus vom Übergang vom Jüngling zum Mann. Das heißt, es hat also eine vielfältige kulturelle Bedeutung und ist unverzichtbar für jeden Krieger der Schuha, irgendwann an einer Schrumpfkopfjagd teilzunehmen. Der wird dann erst getragen. Und äh, dadurch gehen eben wie gesagt diese, diese ganzen Fähigkeiten auf den neuen Besitzer über. Es ist also eine Respektsbezeichnung, Es ist eine ganz besondere Ehre, der wird also gehegt und gepflegt. Aber irgendwann, wie gesagt, nach ein paar Jahren verliert er seine magischen Kräfte. Und dann kommt der äh, Schamane und muss einen, einen neuen Zeitpunkt festlegen für die nächste Schrumpfkopfjagd. Und all das hat mir also in den entsprechenden Ambiente, der, der Schamane Yuma, genau erklärt und du kannst dir vorstellen, wie ich mich da gefühlt habe. Also solche Stories dann, dann, dann zu hören. Die der einfach, Mann der wusste das noch. Ja, der wusste das noch, der kannte das noch. Das war ein alter Mann, wobei alt ist natürlich relativ. Ich meine, wenn dort jemand 60 Jahre alt wird, ist das bei der Lebenserwartung schon relativ viel. Aber der war auch in seinen Lebzeiten noch an sowas aktiv beteiligt. Und das war für mich natürlich nochmal etwas ganz Besonderes, weil Zeitzeugen von solchen... Absolut ungewöhnlichen Riten zu sehen, zu sprechen, um das wirklich glaubwürdig und authentisch berichtet zu bekommen. Das war also ein unglaublich starker und Eindruck. Und die Neuzeit, die, die Similisation mit, mit unserer Neuzeit hat also diese Rituale jetzt, sage ich mal, in Anführungsstrichen, Gott sei Dank, aufheben lassen. Da sprichst du etwas an, da bin ich tatsächlich nicht deiner Meinung. Man könnte natürlich sagen, ja zum Glück sind diese barbarischen Sitten und Gebräuche heute nicht mehr da. Das wäre eine Variante. Also ich sehe es tatsächlich etwas anderes. Durch den Verbot, durch die Befriedung ist ein ganz wichtiger Teil der kulturellen Identität dieser Völker verloren gegangen. Das heißt, ihre ursprüngliche Art, sich zu etablieren, aufzuwachsen, sich zu beweisen, sich ihren, ihren Status innerhalb der Dorfgemeinschaft zu erwerben durch Mut, durch Kraft, durch Fähigkeiten, ist verloren gegangen. Und das ist tatsächlich etwas, wo ich sogar so weit gehen würde, dass es, auch wenn es innerhalb unserer Zivilisation kaum vorstellbar ist, aus deren Sichtweise ist das ein großer kultureller Verlust. Okay, wenn man es einmal nicht werten würde, wenn man vielleicht das tatsächlich sagen okay, das ist ein, ein Verlust einer Kultur, so wie die Spanier immer noch sagen: Stierkampf ist für uns eine Kultur, wir können es kaum mit ansehen. Ich denke, das ist ein sehr gutes Beispiel. Ja. Bis zum, äh ja, aber ich glaube, da muss man einfach wirklich fragen: Wer will sich anmaßen, seinen eigenen Horizont, seine eigene Vorstellung von Zivilisation, als Maßstab zu nehmen, um dann zu urteilen, wie andere Völker leben, wie sie sich verhalten, was akzeptabel ist oder nicht. Und natürlich... Das, nach haben, wir un aber, das haben wir eigentlich schon in den letzten Tausenden von Jahren gemacht. Wir sind hier rausgegangen, wir sind also wir sind die westliche Denkweise, wir haben hier ganz andere ethische Maßstäbe etc. Ja. Und haben aber auch dadurch sehr viel Unglück auch in die Welt getragen. Ja, also die, die ganze Entwicklung von Südamerika, wo im Prinzip durch die Konquistadoren äh, ganze Zivilisationen untergegangen sind, der Europäer hat im Prinzip durch seine kolonialen Bestrebungen weltweit eigentlich nur Tod und Unglück gebracht. Also dass da wirklich jemand profitiert hätte, also unter, aus so einer Metaebene betrachtet, das ist doch nur sehr sehr eingeschränkt, nur sehr punktuell zu betrachten. Und in dem Fall würde ich es tatsächlich auch so sehen. Gut, die Völker wir kriegen sich nicht mehr bis auf den Tod und äh, stellen keine Schrumpfköpfe mehr her. Aber ob sie dadurch tatsächlich glücklicher sind, zufriedener sind, das als eine Bereicherung ihres Alltags sehen, das möchte ich zumindest unter sehr starken ja, Anführungszeichen sehen. Aber äh, das ist ja unsere Ansicht. Richtig. Was sagen Sie selber darüber? Ähm, es ist es ist sehr schwierig. Also die die Jungen. Ähm, Finden das vielleicht sogar ganz, ganz positiv, weil sie natürlich jetzt ganz andere Aufgaben Die kriegen natürlich auch indirekt mit, was außerhalb ihres äh, Horizonts passiert. Ähm, finden es vielleicht auch ganz schön, dass ihr Leben nicht mehr geprägt ist durch einen wirklichen Überlebenskampf. Ähm, aber bei den Alten ist es teilweise schon so, dass sie das als einen äh, Kulturverlust und auch als einen Verfall tatsächlich auch sehen. Ein Prozess, der in der Evolution der Kulturen schon immer von Schatten ging, diese, diese Veränderungen. Das ist richtig. Ich meine, Veränderung ist die einzige Konstante im Leben. Ich meine, du kannst nie etwas auf immer und ewig festhalten. Ich meine, auch all das, was wir tun, was wir machen, ja, unterliegt selbst, einem ständig ja. Pantarell. Ich meine, alles ist im Fluss, alles ist in Bewegung, nichts bleibt, wie es ist. Das ist auch dort so. Und. Insofern wäre es wahrscheinlich verkehrt zu sagen, also, wir wollen alles bewahren. Äh, Vergänglichkeit ist ein essentieller Teil des Lebens, genau wie der Tod auch. Die Wandlung von permanent, von neuen, und somit ist es vielleicht auch gar nicht so was äh, aus einer anderen Ebene betrachtet. Sowas Negatives gewesen, wenn wir als westliche Welt hier jetzt mal über die Erde gerollt sind und ja. unsere Ethik hier verbreitet haben, weil das auch ein Prozess ist in dieser natürlichen Evolution. Das ist richtig. Aber trotzdem empfand ich das natürlich als eine besondere Chance, ähm, zu einem Zeitpunkt so ein Volk besuchen zu können, als diese alten Sitten und Gebräuche noch präsent waren, ja, okay. wo mir ein Bild vermittelt wurde. Wie Völker miteinander umgehen, mit welchem Selbstverständnis sie ihr Leben leben, wie der Tod als Teil des Lebens ganz selbstverständlich mit involviert worden ist. Genau, das ist vielleicht ein und wichtiger Punkt. Dieser Blick oder der Umgang mit dem Tod ist hier offensichtlich ein komplett anderer, als wir das bei uns. Bei uns ist das Ende von allem sein und das ist bei denen der Tod ist da ein, ein, mit eingebunden. Richtig. Also das, was bei uns ein Tabuthema ist, über das man am liebsten nicht reden möchte, was man am liebsten verdrängen möchte, obwohl es jeden von uns trifft, ob wir wollen oder nicht, ist in solchen Volksgruppen etwas viel Normaleres, etwas viel Natürlicheres, mit dem man tagtäglich umgeht, mit dem man sich arrangiert, wo also im Gegenteil sogar mit Ehre und Respekt selbst gegenüber getöteten Feinden, also ein Verhältnis mit Leben und Tod gebildet wird was sich doch sehr, sehr stark von unserem Selbstverständnis unterscheidet. Das fand ich auch sehr beeindruckend und hat mich auch dazu gebracht, also nochmal zu hinterfragen, wie wir selber mit solchen Themen umgehen. Und habe festgestellt, auch das ist etwas, wo wir von anderen Völkern und Kulturen noch eine Menge lernen können. Was natürlich nicht bedeutet, dass ich jetzt am liebsten. Vom einen vom <laughs> bei uns hier, ne? Ja, aber tatsächlich, du, die Story, die ist noch nicht vorbei. Okay. Es kam noch eine Situation, wo ich dachte, uiuiui, das wird jetzt aber eng. Ich war also in Vicimi mit Patrizio, aber es musste ja irgendwie weitergehen. Patrizio hat gesagt, er würde jetzt irgendwann zurückgehen nach Capatinenza in sein Heimatdorf, ob ich denn jetzt mit zurückgehen wollte. Und da sage ich ja, weißt du, äh, lieber Patrizio, eigentlich äh, bringt das nicht viel, weil es gibt keinen regelmäßigen Bootsverkehr. Wer weiß, wie viele Tage ich da wieder ausharren muss, bis irgendwann aus San José de Morona das nächste Motorkano kommt, um mich an den Ausgangspunkt mit zurückzunehmen. Ich hatte ja auch wieder nur begrenzt Zeit. Und ich habe gedacht, welche Alternative gibt es? Und ich hatte, wie gesagt, ja so ein paar Karten aus verschiedenen Büchern. Und ich wusste, dass es dort irgendwo ein großes Militärcamp geben sollte, in einer Ortschaft, die ist als Taisha gekennzeichnet worden. Und ich habe gedacht, Militär. Da gibt es bestimmt auch irgendeine Flugpiste. Das wäre vielleicht eine Variante. Und dann habe ich äh, Patrizio gefragt, ob er mich denn nicht nach Taisha noch begleiten könnte. Und er, keine gute Idee. Will er nicht, macht er nicht, geht nicht, kann nicht. Also er hat alles versucht, um mich davon abzubringen. Und ich habe ehrlich gesagt nicht verstanden, warum. Und ich habe dann, naja, vielleicht ein wenig unsensibel. Ich habe also darauf bestanden, er müsste mich jetzt irgendwie begleiten. Er hat gesagt, naja, gut, okay. Ich habe erst festgestellt, warum. Das ging durch Feindesland. Ich sagte, es gibt die Divarus und da teilen sich in zwei Hauptgruppen, die Shua, wo wir gewesen sind, und die Ashua, also die früheren Todfeinde. Und der Weg zu dieser Meteorstation Taisha ging durch Ashua Land. Ja, die, früheren Opfer. die früheren Opfer. Und da kann man sich vorstellen, dass er dort ganz alleine so eine Region bestimmt nicht freiwillig durchläuft. Aber weil ich eben darauf bestanden habe, okay. Aber das, aber das war mir natürlich alles in dieser Konsequenz gar nicht klar. Und ich habe also erst hinterher mitgekriegt, dass also die Feindschaft, das lag zwar schon eine Generation zurück, genau wie die Kopfjagd auch, aber in den, in den Gedanken, in den Erinnerungen der Einheimischen war das natürlich noch sehr, sehr präsent. Und da kam es also zu einer wirklich zu einer folgenschweren Begegnung. Wir waren also den ganzen Tag gelaufen. Wasservorräte waren alle essen, was vom Dorf mitgekommen haben, waren alle. Es war brütend heiß. Ich war echt irgendwie am Ende meiner Kräfte. Und wir haben ein Dorf erreicht. Und dort fand gerade ein, ein großes Fest statt, ein Chicha-Fest. Weißt du, was Chicha ist? Hey. Chicha ist ein, ein Volksgetränk der Indios. Das ist ein gegorenes Maisbier. Und das wird auf eine sehr besondere Art und Weise festgestellt durch Speichelfermentation. Das heißt, die ganzen alten Frauen des Dorfes sitzen Maiskorben kauend um einen großen Topf, kauen das durch und spucken das in den Topf in die Mitte. Und das wird dann mit Wasser aufgefüllt und durch den Speichel fermentiert das, wird zum Goren gebracht und daraus wird Chicha gebraut. Also, wie ihr vorstellen kann, es jetzt nicht irgendwie etwas, wo ich sage, oh, super, das wollte ich schon immer mal probieren. Also, dieses große Dorffest war mitten im Gange, das ganze Dorf war blau. Die waren alle total dicht. Die haben gefeiert, die haben getanzt, die haben getrunken. Und jetzt stell dir mal vor, mitten in so eine Feierlichkeit taucht unangemeldet ein Mitglied des früheren Todfeindes auf, zusammen mit irgendeinem blonden Ausländer. Irgendwie im Gepäck. Du kannst dir ja vorstellen, was da gelaufen ist. Ne? Also, wir traten da in die Lichtung des Dorfes und auf einen Schlag war Totenstille. Die haben uns angeguckt mit einem, mit einem Blick, mit, also mit, mit, mit Hasserfülltem Blick. Anders kann man es nicht ausdrücken. Und wir haben nur gestanden. Wir wussten ja gar nicht, was jetzt passiert. Und, äh dann haben sie also irgendwie einen repräsentant aus ihrer mitte zu uns geschickt und der hat uns also sehr eindeutig unmissverständlich klar gemacht wir sind hier nicht willkommen wir sollten verschwinden es gibt weder die möglichkeit zu bleiben sie würden uns nicht mit wasser mit sonst was versorgen wir sollten gehen soweit es geht und er hat uns noch so einen tipp mit auf den weg gegeben und er sagte sie werden euch sowieso hinterherkommen heute nacht oh. und ich dachte nur oh das ist jetzt aber oh, keine gute nachricht und ich war schon Fix und fertig. Der ganze Tag, der hat mir echt alles abverlangt. Und dann so eine Nachricht. Und wir sind also haben also auf dem Absatz Kehrmacht, sind wieder im Dschungel verschwunden. Und ich weiß nicht, wie lange wir noch gelaufen sind, ein oder zwei Stunden. Ich konnte nicht mehr. Ich war einfach am Ende meiner Kräfte. Und dann haben wir uns ins tiefe Unterholz ähm, geschlagen, haben dort unser Zelt aufgebaut und haben die Nacht abwechselnd mit dem Gewehr in der Hand Wache gehalten, wo wir davon ausgegangen sind dass irgendwann die sturzbetrunkenen Todfeinde kommen, um uns den Chaos zu machen. Also ich glaube, das war, nee, nicht ich glaube, das war bestimmt die schlimmste Nacht meines Lebens. Was ich da in meinem Kopf an also, Unfassbar, unglaublich. Das ist natürlich dann ja nicht nur Sehnsucht- Abenteuer, sondern nee, Gefahr-Abenteuer. Und das war dann tatsächlich der Punkt. Ich meine, auf der Lichtung selber haben die schon gesehen, ich habe ein Gewehr. Die Einheimischen dort die hatten keine schusswaffen die haben wurfpfeile und die haben blasrohre mhm. und ein gewehr hat natürlich dort schon eindruck gemacht aber das war tatsächlich der punkt wo ich gedacht habe jetzt hast du zum ersten mal in deinem leben eine schusswaffe die hast du vorher schon für die jagd erfolgreich eingesetzt aber dass ich das tatsächlich mal als abschreckungsmaßnahme oder vielleicht sogar nur als verteidigung oder selbst es hätte ich mir in meinen kühnsten träumen nicht vorstellen können mal in diese situation zu kommen und wir wissen bis heute nicht, ob sie uns nachgekommen sind, ob sie uns gesucht haben, ob sie uns gefunden hätten. Äh, Fakt ist, was hätten wir tun können? Ich meine, mit so einer alten Schrotflinte wird hätten man wir vielleicht, einen vielleicht getroffen und dann würden wir heute hier nicht mehr sitzen. Also, das war, das war ein so einschneidendes Erlebnis in meiner Reiselaufbahn und das zeigt eigentlich wieder, das, was, weißt du, so ein Buch. Sehnsucht, Abenteuer. Die Sehnsucht, ich glaube, die steckt in jedem von uns. Aber dort werden gerne immer die negativen Aspekte ausgeblendet. Man denkt an tolle Reisen, unglaubliche Erlebnisse, Begegnungen und so weiter. Aber dass das dünnes Eis ist, dass dort einem nicht viel abverlangt wird, sondern dass sowas auch mal. Zu hohen Risiken oder zu lebensgefährlichen Situationen führen kann. Ich glaube, das, das ist vielen nicht klar, aber das ist Teil dieser ganzen Reisephilosophie. Mhm. Und das habe ich dort also sehr körperlich nah festgestellt, dass das äh, an der Grenze war. An diese Grenzen werden wir uns heute oder beim nächsten Interview auch nochmal heranwagen, weil ich denke hier nochmal an, an das Interview, das wir führen werden. Ich denke mal, der Berg der Menschen frisst, da war es da. Da warst du heute noch ein Trauma davon. hast. Ja, richtig. Und äh, da warst du auch in einer Situation, wo du sagtest, so, jetzt, 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 jetzt habe ich fertig. Und ja, allerdings. <laughs> Aber da bist ja. du hier ja aus dieser Situation Gott sei Dank wieder gut rausgekommen? Also tatsächlich, es hat geklappt. Ähm, Patrizio hat mich also zwei Tage später an den Grenzen des Militärcamps abgeliefert. Er sagte, er will nicht weitergehen, weil die Erfahrungen, die die Indios mit den Militärs haben, sind sehr schlecht. Wir haben uns verabschiedet, wir haben uns einmal umarmt und dann ist er im Dunkel des Waldes verschwunden. Ich habe ihn nie wieder gesehen. Das war schon sehr sentimental. Und äh, die Soldaten waren natürlich auch ziemlich perplex, dass ich da auf einmal <laughs> alleine aus dem Dschungel auftauche. Und ähm, ich habe also tatsächlich dort äh, mein Gewehr eingetauscht gegen ein Blasrohr, weil was soll ich hier mit einer Schusswaffe? Und nach zweitägigen Verhören und so weiter bin ich dann mit einer Militärmaschine zurück in die Hauptstadt geflogen worden. Und das war das Ende meines Abenteuers in der Mission Schrumpfkopf. Hat gut geklappt, auch in der Zeit, aber zwischendurch hätte ich gedacht, wer weiß, ob du hier den Bogen nicht überspannt hast? Mhm. Danke Christian für dieses Gespräch. Sehr gerne, Herr Pomuk.